Iseron kann sich zumindest grob dran erinnern, bei den anderen reicht es nicht. Das ist das Banner, was du in Narhuabad gesehen hast. Und mit einer Staatskunstprobe würde ich dir auch nochmal zusätzlich, oder das könnt ihr dann alle würfeln, Staatskunst auch nochmal erschwert für Aranien, beziehungsweise Oron. Würde ich euch noch verraten, wer dahinter steckt. Aber die Banner stammen wohl aus Schwarz-Oron, Narhuabad. Warum würfel ich heute so mies? Und, wer ist es? Wir sind da durchgekommen, dieser eine Ort. Wir sind durch viele Orte durchgekommen. Etwas Na, genauer. Nahuabad. Iphemia von Naruabad. Der verlassene Palast, in dem wir genächtigt haben? Richtig. Nun, dann ist es wohl Verstärkung für den Feind. Der Feind ist tot. Der Kopf, Nicht bring dieser den Kopf herbei! Abelmir, du weißt, dass Iphemia von Naruabad die Beli ist, also die Bürgermeisterin ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig, vielleicht sowas wie eine Baronin. Sie ist die Aufseherin der westlichen Grenze und in ihrer Residenz Chelgarn habt ihr genächtigt. Sie verwaltet allerdings auch Farrukhand und Ras Suria. Dementsprechend wird sie höchstwahrscheinlich über auch Hexengebieten, wenn sie denn welche dabei hat. Und ja, es könnte sein, dass wenn sie jetzt hier Verstärkung anbringt und sich mit den restlichen üblichen Truppen dann hier verbindet, dann könnte das zu einer sehr langen Belagerung ausharren. Schauen wir mal. Das scheint mir die Beli von Nahuabad zu sein. Wie hieß sie noch? Iphemia hieß sie, glaube ich. Sie scheint wohl so etwas wie eine aranische Baronin zu sein. Bayronin heißt es, glaube ich, hier in Aranien. Das könnte hässlich werden. Sie scheint wohl relativ viele Truppen mit sich zu führen. Wir müssen zu Arkos. Kommt. Und es geht dann Ja, wieder von der Mauer hin, ne? Arkos könnt ihr dann auch natürlich sehen, wird da wohl gemeinsam gerade mit seiner Heerführerin und Frau Eleonora stehen und wird euch dann so ein bisschen ja, ansehen, sich wieder umdrehen und da wohl eher dann diskutieren mit seiner Generälin. Da wohl gerade wenig Zeit für euch. Ehrwürdiger Schar. Ja, was wollt ihr? Wenn Verzeiht, ihr erlaubt, würden was wir doch. wollt ihr, Euer Gnaden? Wenn ihr gestattet, würden wir doch gern Verhandlungen aufnehmen. Verhandlung. In der Tat. Es sei denn, zumindest meinem Gedünken nach, könnte sich hier sonst zu einer sehr langwierigen Belagerung ausarten. Eine kurze Frage. Wir können doch einfach durch den Tunnel, diesen Fluchttunnel, hinter sie gehen. Also den bei der Schule und dann von hinten. Na? Der Wäre das Tunnel nicht bringt ein. uns in die untere Stadt, nicht aus der Stadt hinaus. Ja, aber sie werden ja bestimmt schon in die Stadt einreiten und den Palast belagern. Wir können nicht Dann dafür müssen wir sorgen, mal Leute hier dass zurücklassen. wir können nicht dafür sorgen, dass wieder einmal der Splitter wieder zurück in die Hände einer anderen Eptarchen fällt. Ja, so könnten wir den Splitter aus der Stadt schmuggeln. Wir lassen doch die Leute hier nicht einfach zurück, um sich belagern zu lassen. Wo ist denn da die Ehre? Nun, wir können von Zorgan aus dann einen Ersatz heranführen, die Belagerung brechen. Eben. Außerdem ist das Wichtigste, wie Jalan, Kurian, wie auch immer. Ach, das ist mir. Ich nenne dich Ja, einfach Jalan weiter ist Jalan. genehm. Ja. Also, er hat ja vollkommen recht. Das Wichtigste ist, den Splitter erstmal zu sichern. Deshalb sollten wir vielleicht den Char und Eleonora hier rausbringen und zusammen mit ihnen den Splitter zurück nach Sorgan bringen und von dort aus dann den Satz holen. Lasst uns zunächst mit dieser sogenannten Beli sprechen. Vielleicht lässt sie sich unter Zuhilfenahme von Demionas abgetrenntem Haupt zur Aufgabe bewegen. Schließlich wird auch sie erkennen müssen, dass Buron seine letzten Atemzüge tut. Oron meine ich! Letztlich ist es ja die Entscheidung vom Herrscherpaar. Aber ja, verhandeln ist immer gut. Solange man mit vernünftigen Leuten spricht. Wer hatte die Regenbogenflagge, die wir für die Gespräche mit Hafax hatten? Die haben wir noch irgendwo. Ehrwürdiger Schar, wie ist also eure Bestimmung? Ihr wollt also ein weiteres Mal nach draußen treten, vor die Tore und mit Euphemia sprechen. Nun Sie ist ja. derjenige, die auf die Grenzen aufpassen soll. Sie düngt die Rosenhecke.
Ihr wisst, wie diese Rosenhecke gedüngt wird? In der Tat. Mit Menschen. Zur Not können wir immer noch den Feuergen von Abelmir entfesseln. Damit werden sie sicher nicht rechnen. Ein Ausbruch oder eine Flucht aus der Festung lässt sich danach immer noch planen. Aber nun, da wir schon umstellt sind, können wir die Sache auch besonnen angehen. Eure Exzellenz. Es könnte sein, dass ihr selbst unter dem Zar-Banner nicht sicher seid, sondern dass ihr euch trotzdem angreift, aber... Dann sollen die Götter aus Alvaran herniedergreifen und sie alle strafen. Eure Exzellenz, eine Frage. Kennt ihr diese Iphemia? Seid ihr schon... Habt ihr schon ihr gegenüber gestanden? Iphemia ist eine, ich sag mal, eine schöne, zierliche Frau, Anfang 30. Also sie stand auch schon damals als Erbin von Nahuabad in Verhandlungen. Allerdings, dass ich sie persönlich irgendwann mal gesehen habe, nein. Auch als Aranien selbst noch unter dem Banner meiner Mutter stand. Nein, ich habe nie mit ihr gesprochen, aber ich habe sie wohl schon auf Empfängen oder auf Tänzen gesehen. Habt ihr Gerüchte über ihre Charakterzüge bekommen? Wie ist sie so? Ist sie hinterhältig? Nun ja, wahrscheinlich ja, aber ist sie eine, wie nenne ich das, eine Umfallerin? Eine, mir fällt gerade dieses Wort. Opportunistin? Opportunistin, genau. Dieses Wort ist in meiner Wortwahl nicht vorhanden, deswegen suchte ich danach. Sie ist machtgierig und skrupellos, so wurde mir zumindest zugetragen. Von meinen Visieren. Dann wird sie sicherlich ehrgeizig. Dann wird sie sicherlich kein Interesse daran haben, für eine tote Hetarchin zu sterben. Geben wir ihr ein Ultimatum, dass sie sich ergeben kann und wieder unter göttlichen Blick treten kann, jetzt da Oran gefallen ist. Wenn sie es nicht tut, nun, wir haben auch immer noch die Möglichkeit, den Damm zu brechen. Wir sind jetzt hier oben. Ich habe gehört, dass Iphemia wohl... Es könnte sein, dass sie die Geliebte von meiner Schwester war. Wenn sie das denn ist. Zumindest wurde von einer Iphemia gesprochen. Aha. Aber meinen geschlechten Geschmack hat sie also auch noch. Ich bin mir nicht sicher, ob die Anbeter von Rayas Feinden überhaupt zu Liebe entstanden sind. Dies könnte die Sache auf die eine oder andere Art verkomplizieren. Oder vereinfachen. Also, mit meinem Zauber, der Halluzinationen bei Leuten hervorruft, könnte ich ihr vielleicht vorgaukeln, dass jemand von uns die Miona wäre und dass wir während einer Verhandlung keine Zaubereien anwenden werden, ist ja wohl selbstverständlich. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich bin mir unsicher. Wenn das irgendjemand schaffen kann, sie zu überzeugen, dann eventuell ihr. Aber trotzdem, wir haben auch nicht die Mannstärke, die Frauen für eine Belagerung. Dürfte ich einen Vorschlag machen, Euer Exzellenz? 4 von uns begeben sich dort unten zu Iphemia. Eine Person, vorzugsweise ich oder Boltax, gehen zu diesem Damm. Nun, die anderen stellen sich vor die Wahl. Entweder sie streckt die Waffen und begibt sich erneut unter eure Herrschaft, oder sie wird elendig ersaufen. Das ist ein sehr guter Plan. Boltax, die entfesselte Macht der Elemente. Ihr könnt doch diese Blase erschaffen, nicht wahr? Ja. Nur für den Fall, dass wir noch im Tal sein sollten. Nur für den Fall, ja. Es ist ein Plan, der mir gefällt. Auf diese Weise können wir aus einer Position der Stärke heraus verhandeln und nicht als die Belagerten, die vor einer fast durchbrochenen Mauer stehen. Das ist gut. Abelmir, kümmert ihr euch um den Damm? Ich werde mein Bestes tun. Ich weiß noch nicht genau, wie ich auf diesen Damm hinaufkomme, aber ich werde Mittel und Wege finden. Ich bin mir sicher, mit ein oder zwei Rosenrittern wird sich irgendwo ein Boot finden und dann könnt ihr... Stimmt, wir sind ja auf dieser Seite noch. Das hatte ich völlig vergessen. Nun, unsere Position hat sich geändert. Wir haben jetzt den hohen Grund. Wir stehen nicht mehr im Tal. Nun, findet dieser Plan euer Anerkenntnis, euer Majestät? Ja, wie gesagt, aktuell sehe ich nicht, dass wir in einer starken Position sind. Zumindest nicht für eine Belagerung. Wir haben keine Vorräte und... Wenn dies ohne Gewalt gelöst werden kann, dann bin ich allemal dafür. Aber den Splitter werde ich nicht noch einmal rausrücken und ich werde eher gemeinsam mit meiner Frau hier sterben, bevor wir
aufgeben oder uns in Gefangenschaft begeben. Ja, im Zweifelsfall könnt ihr ja, wie gesagt, immer noch diesen Fluchttunnel nehmen. Von dem wird der Feind vermutlich ja keine Kenntnis haben. Und dann könntet ihr nach Zorgan zurück und einen Satz schicken. Für den Fall, dass wir uns wirklich auf eine Belagerung einstellen müssen. Wenn alles fehlschlägt. Ja, Ras, gib mir den Splitter. Tut das, Karino. Sicher hat das Splitter, das ist mehr wert als unser aller Leben. Denkt immer daran. Schaut bitte nicht hinein. Habe ich nicht vor, keine Sorge. Also gut, dann viel Erfolg. Ich weiß nicht, wer die Zahnflagge hat. Ich werde die dann wohl, sag ich mal, annehmen, dass wir nicht ewig eine 2 Meter lange Stange mit uns rumschleppen und meine Lanze binden. Oben als Wimpel. Dann können wir ausreiten. Ich würde mir so einen Gardisten schnappen, kräftigen, der das Boot rudern könnte. Scheint hier eine Frau. Wie auch immer. Aber mir, wir sind durch Boltags, nennen wir es Handwerk, wohl vor den Auswirkungen der Fluten geschützt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass da unten irgendetwas schief geht, zögert nicht. Kira, es gibt mir noch euer Fernrohr. Wir sollten ein Zeichen vereinbaren. Ich könnte durch ein Fernrohr euch beobachten und nun ja, eure Verhandlung beobachten können. Oh ja, kann Isarun nicht, ich weiß nicht, leuchtende Funken nach oben sprühen? Und wir haben noch immer den Ring mit dem Lichtzauber. Das wäre eine Möglichkeit. Also, wenn ihr diesen Ring auslöst, dann sprenge ich diesen Damm. Und werde nicht nass. In der Zwischenzeit aktiviere ich meine Blase. Möge Herford uns allen beistehen. Was? In Sumus Willen wird das schon alles. Die Elemente sind mit uns. Hoffe ich. Ja, während ihr dann euch so ein bisschen trennt, Abelmir hat sich eine der kräftigeren Kriegerinnen geschnappt, die dann gemeinsam mit ihm durch den Garten rennt zu einem der Boote. Könnt ihr durch die Tore treten, die für euch kurz geöffnet werden. Wenn die Tore sich wieder hinter euch verschließen und ihr mit einem mulmigen Gefühl die Stadt hinuntersehen könnt, wo vor wenigen Augenblicken gekämpft wurde, doch noch einige Leichen sehen, aufgeschnitten von den Schwertern, den Krummsäbeln der Zorgane, einige Blutspuren, einige tote Pferde, konnte auch noch wenige Sklaven erkennen, die hier kahl geschoren und mit Eisenringen zwischen den Straßen liegen, also auch die wurden niedergeritten, auch wenn das nicht wirklich so sehr viele sind, aber ein Schlachtfeld und eine blutige Spur, die dann hier hineingezogen hat. Und während ihr gerade auf dem Weg seid und dann erkennen könnt, wie sich die Banner in Schwarz und Rot über den Hügel schälen, hinüberreiten, auch der Hügel, hinter dem ihr selbst den Schutz bezogen hattet, der jetzt euch, ja, vielleicht so ein bisschen selbst die Sicht raubt und nimmt und ihr fühlt euch von diesem Hügel etwas verraten. Während ihr gerade nach unten tretet, die Zarflagge schwenken, könnt ihr erkennen, wie die Reiter ungehindert durch das Tor hindurchpreschen und ja, wenn ihr irgendwo, ich muss gerade mal schauen, ihr habt gerade die ersten 40 Meter gemacht, könnt ihr hören, wie es Gekämpfe gibt. Eisen auf Eisen, Schmerzensschreie, blutige Rufe, Sprudeln und irgendjemand kämpft da wohl im Inneren gegeneinander. Es geht da vor sich. Haben wir noch Truppen in der Stadt? Ich hatte ja dem einen befohlen, der Freund ist der Feind und der Feind ist der Freund. Das klingt nicht, als wäre es nur einer. Die einzigen, die da unten sein sollten, sind noch die feindlichen Truppen, die sich versteckt haben. Gut. Lasst eure Waffen stecken, geht vorsichtig weiter, haltet die Augen auf. Wenn wir da vorne müsste diese Barrikade sein, von der gesprochen wurde. Wenn wir dort sind, haben wir vielleicht ein besseres Bild. Ansonsten lasst die Narren sich erst einmal gegenseitig bekämpfen. Das kann unsere Position nur stärken. Ja, ihr macht die weiteren Meter nach unten, langsam, vorsichtig, immer noch mit der Zarflagge, als ob sie euch Schutz bieten könnte gegen einen mörderischen Reitersäbel. Jalan, du weißt ja selber, wie verheerend ein Angriff von Pferdeseite aus sein kann, wenn man auf dem Pferd selbst sitzt und dann mit einem Sturmangriff einen niederreitet. Über euch seht ihr dann, wie sich einige Sonnensegel spannen, die dann vor der mörderischen, tierischen Hitze schützen soll. Ihr könnt einige, ja, große Bassins sehen, wo dann Wein zertreten wird. Ihr riecht diesen
diesen Geruch, der sich dann pflanzlich über euch legt, und währenddessen wird Abel mir in Richtung des Staudamms gerudert. So, ihr seid also ein Magister, ja? In der Tat, in der Tat. Und was wollt ihr dann machen? Ich habe das nicht genau durchdrungen. Ihr wollt den Damm zerstören. Oder zumindest so weit schwächen, dass das, was er hier, den Rest tut. Was passiert dann mit uns? Nun, wir müssten natürlich an einer solchen Stelle stehen, dass uns da diese Zerstörung nicht betrifft. Das wäre klug, nicht wahr? Das heißt, wir bleiben oben auf dem Damm stehen, oder wie? Exakt dies. Ah so, ich dachte, wir bleiben weiter in diesem Ruderboot, weil das wird ja das, auch dann... Das wäre eine dumme Idee, nicht wahr? Genau das dachte ich auch. Ihr seid ein kluger Mann. Ich weiß. Es wurde mir des Öfteren gesagt und nun ja, meine Kameraden wissen manchmal meine Eleganz und meine Ausführung nicht zu schätzen, aber nun gut. Da, ich habe gehört, dass da, wo ihr herkommt, ist die Magie für Männer nicht das Problem und ihr seid in einer Akademie ausgebildet. Exakt. Ich wurde in Betan ausgebildet, aber nun, ich habe auch auf anderen Gebieten meine Erfahrung gesammelt. Aber nun ja. Und das ist ehrenvoll, was ihr da tut? Natürlich ist das ehrenvoll. Lasst euch nicht von diesen Gerüchten, die um mich herum kursieren, verunsichern. Gerüchte? Gerüchte, das sind nur Gerüchte. Ich frage nur nach, weil ihr seid ja schon ein stattlicher Mann. Was habt ihr da für eine Kriegsnarbe oben an der Stirn? Ein Drache verwundete mich an dieser Stelle. Und ich zahlte es ihm auf gleiche Weise hinein. Heim und tötete ihn. Nicht der erste Drache übrigens. Nicht der erste Drache? Nun ja, es war mein erster Drache, aber es kam noch ein Drache hinzu. Und nun ja. Sagt, habt ihr schon eine Frau, die euch erwählte? Nein. Ich gucke so, ich lehne mich mal so ein bisschen zurück und mustere die Frau mal von oben bis unten. Ja, stattliche Krieger, also die Oberarme sind, also du würdest schon sagen, vielleicht nicht so groß wie die von Jalan, aber sie ist schon kräftig und hat einen ziemlich athletischen Körper. Vielleicht ist das ihre Art, gerade zu flirten. Während ihr gerade in einer kleinen Nussschale sitzt, auf einen Damm zurudernd. Ich habe euren Namen nicht verstanden. Mein Name? Nun ja. Vielleicht solltet ihr euch erstmal vorstellen, das wäre doch höflich. Adeptus Major, Abelmir Jamorenis, zu euren Diensten. Ich nenne euch einfach Adeptus, wenn das euer Vorname ist. Nein, Abelmir ist mein Vorname. Abelmir. Ich bin Isha, Isha Sabakirimi. Isha, ein sehr schöner Name. Ein aranischer Name? Ja, vermutlich. Dürfte ich fragen, woher ihr stammt? Ehemals aus Baburin, aber ich bin vor langer Zeit schon in Richtung Zorgan gezogen. Wir stammen aus einer Kriegerfamilie. Viele Rondrianer, die unter uns waren, und wir haben dann. Nun, viele meiner Schwestern dienen der Göttin des Kampfes. Wie auch ich, auch wenn sie mich nie berufen hat. Ihr seid also eine wahrliche Schwertmaid. Das kann man so sagen. Interessant. Vielleicht sollten wir uns erstmal auf die uns bevorstehende Aufgabe konzentrieren. Wir könnten uns in Zorgan noch weiter unterhalten, wenn ihr das wünscht. Ah, schüchtern, nicht wahr? Zwinkert sie dir zu und dotzt dann mit dem Ruderboot, klockt einmal Holz auf Stein und sie hält dann mit ihren großen, ja, vielleicht schon schwieligen Fingern so ein bisschen dann das Boot an der Steinmauer an und steigt dann langsam schwankend rüber. Derweil bei den anderen, ihr seid angekommen an der durchbrochenen Sperre und könnt sehen, wie jetzt die ehemaligen Oronia, die schwarze Oronia, die Skorpionschwestern niedergemacht werden von ihren Geschwistern. Ja, Iphemia von Nahuabat, so sagte Abel mir, und auch Isarun konnte das wohl zuordnen. Ihr könnt jetzt sehen, wie in einem durchbrochenen Innenhof sie jetzt nach und nach hingemacht werden und die Schwestern wohl auch da ziemlich keine Kompromisse eingehen, sondern einen nach dem anderen abschlachten. Ich bin geneigt, fürs Erste nicht einzugreifen. Sie scheint wahrlich eine Opportunistin zu sein. So sehe ich das auch.
bleiben wir fürs Erste hier auf der Barrikade stehen. Oder was davon noch übrig ist. Könnt wohl auch sehen, wie einige der Kriegerinnen kurz zu euch rüberschauen, kurz die Zarflagge mustern. Also es gilt dann weniger euch, sondern vielmehr der Zarflagge. Und sie euch dann weiter ignorieren, irgendwelchen fliehenden Kriegerinnen dann in den Rücken schneiden mit ihren Krummschwertern und nach dann die Leute von Iphemia den Rest der Skorpionschwestern töten. Ja, wenn ihr so weiter zuseht, könnt ihr dann erkennen, wie jemand langsam hinunterreitet. Eine schwarzhaarige Schönheit, lange Haare, schwarze Augen und unglaublich rote Lippen. In einem schwarzen Seidenkleid, tulamidischer Schnitt. Sie könnte allerdings auch aus Al-Anfa kommen. So geschmackvoll tritt sie hier auf und an ihrem Kleid haftet kein einziger Brocken oder Staubkrumm-Dreck. Kommt sie dann langsam und würdevoll auf euch zugeritten. Ich kannte viele Frauen, die glaubten, stärker zu sein als die Kräfte des Chaos. Die meisten von ihnen sind jetzt tot oder dem Wahnsinn anheimgefallen. Ich widerstand den Versuchungen der Niederhölle. Das ist gut für euch. Ich bin Iphemia. Und ich würde euch mit dieser Geste ganz gerne Frieden anbieten. Seid gegrüßt, Iphemia. Die Heptarchin Demiona ist tot. Und solltet ihr gewollt sein, wieder in die Augen Rajas zu blicken, seid ihr willkommen. Ich habe bereits vermutet, dass Demiona unter euren Schwertern gefallen ist. Als ich sah, wie der Fürst Komtur durch die Rosenhecke hindurchbrach und auch kurze Zeit später ihnen gefolgt seid, habe ich mir bereits gedacht, dass es um Demiona zu spät ist, und daher dachte ich, dass ich euch mit dieser Geste helfen kann und euch aus einer misslichen Lage befreien konnte. Ich würde mich gerne wieder in den Dienst des Aranischen Reiches stellen, wie viele andere von meinen Schwestern und Brüdern, die in verschiedenen Landstrichen herrschen, haben wir uns Demiona nur angeschlossen, um nicht von ihr und ihren machthungrigen Ideen eingenommen zu werden. Wir waren nie überzeugte Mitstreiter dieser erzdämonischen Perversion, sondern haben uns stets nur dem Schrecken gebeugt. Ihr habt mit anderen Worten eure preisgefällige Pflicht verlassen, aus Angst um euer eigenes Leben. Und wir können euch viele weitere Ideen und Informationen geben über wahrhaftige Verräter, über das Leben hier und weitere Dinge, die sich hier in den vergangenen 7 oder 6 Jahren zugetragen haben. Ich leugne nicht, dass ich unschuldig bin, aber ich habe nur das getan, was mir befohlen wurde, und auch nur das Nötigste. Naja, ich kann das schon verstehen, wenn Demiona damit droht, die Shasmania zu entfesseln, die ich ja jetzt glücklicherweise mit Hilfe von Rorak nur ein für alle Mal. Naja, auf jeden Fall. Also, ich kann schon verstehen, dass sie mit Angst und Schrecken geherrscht hat und die wenigsten sich ihr einfach so gebeugt haben, weil sie mit ihren Zielen kohärent gegangen sind. Verzeiht mir euer Gnaden, dass ihr könnt vielleicht nicht ganz nachvollziehen, wie es war, wenn man in einem schwarz-oronischen Reich leben muss, aber vielleicht habt ihr von der Beli Kerry von Janka gehört. Ich kann nicht sagen, dass ich hätte. Es ist schade, dass ihr unserer Toten nicht gedenkt. Die letzten Worte von ihr waren: Nein, niemals werde ich mich der Usurpatorin Demiona unterwerfen. Aranien hat nur ein wahres Herrscherpaar, König Arkos und Königin Eleonora. Nur ihnen habe ich Gefolgschaft und in den Tod geschworen. Das waren ihre letzten überlieferten Worte. Wisst ihr, was Demiona mit ihnen gemacht hat? Bin mir sicher, ihr werdet uns Kürze davon in Kenntnis setzen. Nur so viel. Die Schrecken waren so sehr groß, dass ein jeder Beli oder Beliet sich danach Demiona unterworfen hat. Ich lasse das einfach mal an dieser Stelle so stehen. Wir haben dann durchaus sicher, den Widerstand gewagt. Dafür danken wir euch. Euch und dem Fürst Komtur. Wie gesagt, wir
sind sicherlich alle bereit, unseren Tribut zu zollen und uns wieder in das Aranische Reich eingliedern zu lassen. Auch ein jeder von uns wird sich sicherlich den dämonischen Malen bzw. einer Prüfung dessen unterziehen lassen. Seid gewiss, ich habe mich niemals der Erzdämonen angedient. Meine Seele gehört weiterhin mir und das wird sie auch bleiben. Es wird keine Gnade für Paktierer geben. Über alle anderen. Und über alle anderen zu entscheiden, wird Arkos Schar. Über alle anderen zu urteilen, wird Raya überlassen. Und eure Taten heute werden euch sicher gutstellen wieder mit ihr. Auch dass sie euch ihre Gnade und ihren Frieden zeigt. Naja, aber eigentlich, also so ganz, wäre es doch einfacher gewesen, wenn ihr euch uns gleich angeschlossen hättet. Dann hätten wir diese Stadt viel einfacher nehmen können. Eben, ich meine, ihr habt ja gesehen, dass wir durch die Rosenhecke durch sind. In diesem Moment hättet ihr eigentlich sagen können, hey, wir schließen uns wieder dem, naja, dem Herrn Harkos an. Also. Mein Herr war versprengt, nachdem der Fürstkomtur viel zu rasch durch die sonst unüberwindbare Rosenhecke hindurchbrach. Ich musste erst wieder sammeln. Wenn ihr also bereit seid, mit meinem Heer gemeinsam zu marschieren, dann gerne auch nach Elberum. Wenn euer Heer so sehr zu klein wäre. Ich stelle es euch in eure Dienste, wenn ihr mögt. Wir werden euer Angebot bedenken und es dem ehrwürdigen Schar unterbreiten. Ja, das klingt vernünftig. Erwartet unsere Antwort binnen des Tages. Sie deutet eine Verbeugung an, weil sie auf dem Pferd selber nicht knicksen kann. Und in aller ihrer Würde dreht sie ihr Pferd und reitet wieder zurück zu dem Schlachtfeld.